Hallo, ich bin Tanja und ich möchte mit dir heute eine herbstliche Geburtstagskarte basteln. Es geht hier langsam Richtung Herbst und deswegen habe ich mir gedacht, heute mache ich sowas mit dir. Ja, ich habe jetzt hier einmal verschiedene Materialien, wie du sehen kannst. Ich habe hier verschiedene Papiersorten, ein bisschen herbstlich, aber auch grün noch, weil ein bisschen grün ist immer noch dazwischen. Dann haben wir hier verschiedene Stempel und Stempelfarben, die Stempelhilfe. Wie du siehst, es sind zwei ähnliche Stempel, die kannst du beide nehmen. Ich habe hier auch noch zwei Stanzer. Und dann haben wir hier verschiedene Klebstoffe, Roller und 3D-Pads und wieder Stempel und dann diese Tupfer. Man kann auch ein Schwämmchen nehmen und natürlich was zum Schneiden. Als erstes schneide ich mir erstmal meine Auflage auf 10 x 14 cm. Das ist jetzt in einem Cremeweiß, Perlweiß, beziehungsweise ihr könnt auch einen cremefarbenen Ton nehmen. Das geht auch. Jetzt nehme ich meine Stempelhilfe und jetzt schaue ich, welchen Stempel ich nehme. Wie gesagt, die sind beide ziemlich ähnlich vom Motiv her und ich entscheide mich jetzt hier für diesen Clear Stamp. Das gleiche könntest du aber auch mit dem anderen Stempel machen oder mit einem ähnlichen Stempel, der halt dieses Motiv drauf hat. Oder was halt euch gefällt. Ihr könnt da sehr flexibel sein. Es geht ja jetzt hier auch um die Technik, wie man diese Karte macht. Ja, wie du siehst, das geht nicht. Das ist jetzt ein Stempelkissen, der halt nicht in die Höhe geht, aber man kann sich da auch behelfen. Wenn ihr solche Stempelkissen habt, könnt ihr das einfach mit einem Schwämmchen oder hier mit diesem Tupfer, wie ich das mache, könnt ihr eure Stempelfarbe einfach so auftupfen. Das geht natürlich auch. Dann könnt ihr auch die Stempelfarbe benutzen, die vielleicht sonst nicht für die Stempelhilfe geeignet ist. Ja, normalerweise mache ich immer von hell nach dunkel. Da hatte ich aber das Orange vergessen. Ja, da mache ich jetzt hier das, was man eigentlich nicht so macht, diese Rumschmiererei. Aber ja, man kann das ja hinterher wieder sauber machen mit dem Papier, wie du siehst. Und dann geht das Ganze auch. Ich stempel das gleich nämlich auf und dann wirst du sehen, dass diese Mischung einfach sehr interessant ist vom Design her. Ihr könnt natürlich auch da wieder farblich andere Farben nehmen, eine andere Zusammenstellung. Jeder hat ja so seine Lieblingszusammenstellung an Farben. Ihr seid jetzt nicht gebunden, dass ihr da nur jetzt unbedingt Herbstfarben nehmen müsst. Ihr könnt die ganze Karte auch sogar in Rosa machen. So, jetzt versetze ich das Ganze einmal. Das geht mit dieser Stempelhilfe ganz leicht. Und jetzt auch hier tupfe ich wieder die Farbe auf. Ja, wenn ihr keine Stempelhilfe habt, könnt ihr das natürlich auch klassisch machen mit einem ganz normalen Acrylblock und oder mit einem Holzblock und euren Stempel der Wahl. Der Vorteil jetzt bei dieser Stempelhilfe ist einfach der, ihr seht, das ist so ein Raster vorgegeben. Das heißt, ich habe ungefähr den gleichen Abstand auch am Rand und verstempel mich nicht. Ne? Also das finde ich jetzt als Vorteil. Deswegen habe ich in dem Moment die Stempelhilfe genommen. So sieht das Ganze jetzt aus und man kann es natürlich auch als Hintergrund für andere Karten, für andere Projekte nehmen. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme jetzt hier meinen Aufleger und da stanze ich mir jetzt meinen herbstlichen, ich glaube, das sind Ahornblätter aus. Und wie du siehst, entsteht hier jetzt quasi eine Durchschaumöglichkeit. Und das Ganze möchte ich so machen, dass es halt quasi im Hintergrund ist und das wie so ein Passepartout gerahmt ist, der Hintergrund. Jetzt nehme ich mir einmal ein Papier und nehme jetzt die restliche Stempelfarbe und tupfe oder verwische die auf diese Auflage. Das ist natürlich jetzt auch die gleiche Farbkombination, mit der ich gerade die Stempel benutzt habe. So kann ich auch gleichzeitig die restliche Farbe vom Schwämmchen verbrauchen. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Deswegen nehme ich jetzt einmal 3D-Pads bzw. 3D-Klebeband. Das habe ich am Anfang, glaube ich, nicht gezeigt. Aber das nehme ich halt für großflächigere Sachen, weil ich sonst würde ich ja so viele Klebepads einzelne benutzen. Man kann die zwar auch, klar, auf der Länge aufkleben, aber das ist so fisselig. Deswegen nehme ich halt bei solchen Projekten beides. Das heißt, ich nehme halt die Klebepads und ich nehme halt dieses Klebeband. Das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Wenn du keine Klebepads hast zum Abstands
machen, sag ich mal, dann kannst du auch Moosgummi nehmen und das zurechtschneiden, zum Beispiel. Ne? Dann kriegst du auch diesen Abstand hin. Siehst du? Jetzt klebe ich das auf und jetzt als nächstes kommt einmal ja, zum Geburtstag oder Geburtstagsgruß in dem Fall. Das werde ich dann auf grün stempeln und ich habe es direkt zweimal gemacht, falls es das erste Mal nicht ja, klappt, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das direkt beim ersten Mal klappt. Und wie du siehst, ich stanze es nicht aus, sondern ja, ich benutze heute mal diese Reißtechnik. Und da brauchst du nicht viel Material. Du brauchst einfach nur deine Fingerfertigkeit, indem du da quasi das Papier einreißt. Das hat dann diesen benutzten Look, sage ich mal vorsichtig. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut ab und zu. Jetzt schaue ich, wie ich das gleich ja, aufklebe und ich möchte nicht zu viel von diesen Blättern abkleben. Deswegen mache ich jetzt natürlich einiges ab noch von dem Schildchen, bis mir das so weit gefällt, dass ich nicht die ganzen Blätter oder das andere, was ich mir erarbeitet habe, abdecke. Und ich reiße lieber immer ein kleines bisschen ab als zu viel, weil ja, zu viel abreißen sieht dann auch wieder nicht aus. Das ist mir dann zu knapp bemessen. So finde ich es eigentlich ganz gut. Ich biege ein bisschen die Spitzen um und jetzt nehme ich mir meinen Stanzer und ja, jetzt gibt es noch ein paar Ahornblätter in Brauntönen und natürlich auch noch in Grün gleich. Wie du siehst, ich lege immer zwischendurch die Blätter auf und gucke, wie viel ich brauche, damit ich nicht zu viel ausstanze. Und ja, jetzt färbe ich das Ganze noch ein kleines bisschen an. Ich gucke jetzt gerade erstmal, ob da noch restliche Farbe auf dem Schwämmchen ist. Aber ja, so wirklich viel Farbe kommt da jetzt nicht drauf. Deswegen entscheide ich mich, da jetzt doch nochmal Stempelfarbe zu nehmen. Ich nehme jetzt die schwarze und wische dann noch ein bisschen an den Kanten. Da kriegt man gleichzeitig nochmal diesen Effekt, wie du siehst. Und das gleiche mache ich jetzt auch, ja, bei dem Laub. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, grüne Blätter kommen natürlich auch noch dazwischen. Und gerade am Anfang des Herbstes haben wir ja sowieso noch überall auch Grün noch dazwischen. Und diese Mischung ist eigentlich immer ganz schön, finde ich. Und das möchte ich auch auf dieser Karte einfach zeigen. Jetzt schaue ich, wie ich das Ganze arrangiere und klebe das Ganze mit meinem Kleberoller auf. Ihr könnt auch Flüssigkleber nehmen oder nehmt einen Klebestift, nehmt den Kleber, den ihr gerade da habt. Da kann man eigentlich ganz flexibel arbeiten. Man könnte auch 3D-Pads nehmen, aber da ich ja schon einmal mit Pads gearbeitet habe, wird mir das sonst zu dick mit der Karte. Und je nachdem, wie man sie verschickt oder ob man sie überreicht, ja, also wenn man überreicht, dann ist es okay, aber wenn man eine Karte verschicken möchte, dann soll man natürlich nicht zu dick arbeiten, weil das verändert ja auch den Porto. Ja, jetzt kannst du die Blätter aufkleben, wie du möchtest. Ich klebe auch noch ein paar Stanzteile nach innen. Das war zum Beispiel vom Anfang, wo ich das noch ausgestanzt habe. Das sind da so ein kleines Highlight, die man noch in die Karte ja, kleben kann. Ja, jetzt ist die Karte für mich noch nicht fertig. Ich nehme jetzt noch einen Stift. Ihr könnt einen Fineliner nehmen. Ihr könnt einfach einen Stift mit ja, dünner Spitze nehmen. Ich habe mich jetzt für schwarz entschieden. Und überall mache ich so kleine Pünktchen hin. Es gibt nochmal so einen kleinen Highlight für die Karte. Und jetzt mache ich überall noch so, ja, solche sogenannten Swirls. So, ja, das passt auch irgendwie oft zum Herbst. Hat man ja oftmals auch hier bei Wein oder so. Da hat man ja auch diese Swirls. Und ja, gibt auch nochmal so ein Highlight auf eine Karte. Auch hier mache ich wieder so ein paar Pünktchen. Ja, die Karte ist fast fertig. Jetzt mache ich innen auch noch mal so eine Linie und hier haben wir die fertige Karte. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bastelt euch glücklich, malt euch frei. Eure Tanja.